Er ist das Herzstück Münchens, der Viktualienmarkt mitten in der Landeshauptstadt. Hier spiegelt sich das Münchner Leben wieder wie kaum woanders. Alltagsgeschehen und Gemütlichkeit, das schätzen Bürger, Händler und die vielen internationalen Touristen. Und genau aus diesem Grund soll der Markt zukunftsfähig bleiben. Deshalb gilt es behutsam, an einigen Stellschrauben zu drehen. Das heißt, dass wir unter allen Umständen darauf achten werden und wollen, dass das Flair, der Charme dieses Marktes, so wie es die Bürgerschaft kennt, möglichst unangetastet bleibt. Und wenn es ein bisschen verändert wird, dann nur zum Besseren. Arbeitsschutz, Hygienevorschriften, Warenschutz und vieles mehr. Die baulichen Schäden und Defizite der Marktstände sollen nach dem aktuellsten Stand der Technik beseitigt werden. Es muss viel für die Hygiene getan werden. Wir haben zu wenig Toiletten und wir haben Toiletten, die sind aber teilweise in sehr schlechtem Zustand. Wir müssen Brandschutzthemen bearbeiten und müssen natürlich schauen, dass auch überall die Rettungswege so sind, dass der Menschenschutz gewährleistet werden kann. Behutsam, sanft und liebevoll. Charme und Charakter des Viktualienmarkts sollen auch nach der Sanierung erhalten bleiben. Dazu sollen die Händler und Händlerinnen während und nach der Sanierung all ihre Marktstandel behalten und Kellerabteile wieder beziehen können. Ich glaube, das ist grundsätzlich positiv. Natürlich machen sich manche Händler Sorgen, wie es mit ihnen weitergeht. Aber unser Ziel ist ja, dass alle Händlerinnen und Händler auch nach der Sanierung am Markt bleiben können. Der Viktualienmarkt findet bereits seit 1807 täglich außer an Sonn- und Feiertagen statt. Das heißt, er hat über die Jahre hinweg vieles erlebt und deshalb auch einige Schwachstellen aufgebaut. Nach dem Krieg hat man halt mit einfachen Mitteln den Markt schnell wieder hergerichtet. Die statischen und die rechtlichen Rahmenbedingungen, die heute gelten, die gab es damals gar nicht. Und das sieht man natürlich an vielen Stellen. Im Juli 2018 soll es einen Vorplanungsauftrag im Kommunalausschuss geben. Doch allgemein braucht es noch viel mehr Schritte, bis es zu einer endgültigen Realisierung kommt. Der Vorplanungsauftrag soll im Juli 2018 erteilt werden. Jetzt wird die Bestandsaufnahme gerade organisiert und gemacht, die Befragung der Händlerschaft und dann kommt der Vorplanungsauftrag im Juli. Natürlich kann man sich künftig auch vor Ort einen ersten Einblick verschaffen. Um also die Standelbesitzer und die Bürgerinnen und Bürger über die umfassenden Sanierungspläne zu informieren, gibt es ab 22. Februar im ehemaligen Gewürzstandel ein neues Infostandel, um sich mit Fachleuten auszutauschen. Das ist sowohl für die Händlerinnen und Händler, aber auch für die Bürgerschaft, dass sie sich dort aus erster Hand und regelmäßig über den aktuellen Stand der Überlegungen und Planungen orientieren und informieren können. Es geht ums kulinarische Herzstück der Stadt. Ein Ort, an dem sich das Münchner Alltagsgeschehen abspielt und ein Markt, den Jung und Alt gern besuchen und der uns auch in Zukunft erhalten bleiben soll.